So, jetzt sind wir auf dem Stand von Benimar und hier sehen wir den kurzen Alkoven, den 340er Absport. Und der hat auch eine sehr, sehr großzügig gehaltene Heckgarage, auch mit Beleuchtung, 230 Volt, 12 Volt Steckdose drin, höhenverstellbares Heckbett, damit ich die Garage von der Nutzungshöhe etwas großzügiger gestalten kann. Fahrzeug ist für 4 Personen zugelassen. Beim Benimar Sport S340 ab handelt es sich um ein Alkoven-Modell auf dem Ford Transit gebaut, in der Basisvariante mit 130 PS. Hat dann ein 6-Gang-Schaltgetriebe, ist für 5 Personen zugelassen, hat für 5 Personen eingetragene Sitzplätze mit Anschnallgurten. Was auch wichtig wäre zu erwähnen, dieses Modell verfügt über ISOFIX-System. Außerdem ist die Außenwand wieder aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt, genauso wie auch der Unterboden, das Dach und die Rückwand. Kommen wir einfach mal drauf zu sprechen. Wir haben hier ein Fahrzeug mit der Länge 6,76 Meter. Interessantes Modell, das auch bei 3,5 Tonnen mit dem normalen Pkw-Führerschein noch gefahren werden kann. Auch wiederum hier einen Lichtausschnitt, wobei halt bei Benimar jetzt einfach des Preis geschuldet, die einfache Verriegelung an der Türe verwendet wird, was nicht unbedingt schlechter sein muss. Es ist eben einfacher gehalten, dieses Fahrzeug. Kommen wir rein und dann muss ich ehrlich gleich sagen, wow, der Tisch ist richtig, richtig groß. Genau das Richtige für eine Familie mit 3 Kindern. Den kann man na, auch schön erweitern, indem man hier diesen Knopf zieht. So können dann auch die Fahrer-Beifahrersitze mit in den Wohnraum integriert werden. Der einzelne Sitzplatz hier auch gleich mit am Tisch noch Platz nehmen. Das ist eigentlich schon durchdacht gemacht. Und der 5. Sitzplatz ist dann mit Beckengurte ausgerüstet und wird dann gegen die Fahrtrichtung verwendet, wobei dann hier oben im Grunde eine Kopfstütze noch angeklettet wird. Der Alkoven hat übrigens eine anständige Größe von 1,50 Meter in der Tiefe mal 2 Meter in der Breite von der Liegefläche her. Lässt sich nach oben hinweg klappen, hat Klappendämpfer drin, hat eine anständige Kopffreiheit, um ins Fahrerhaus gut ein-aussteigen zu können. Auch wie bei anderen Ford, wie wir schon mal erklärt haben, ist natürlich auch dieses Multifunktionslenkrad mit verbaut und hier bei diesem Modell noch dieses Pioneer 9 Zoll Radio, haben wir auch schon in einem anderen Video vorher bei Moveo eben mit angesprochen. Genau, dieses Modell ist dann mit der 130 PS Maschine ausgerüstet, mit dem 6-Gang Schaltgetriebe, reicht für dieses Modell durchaus. Hier sehen wir auch die ISOFIX Gegenhalterungen. Was dieses Modell natürlich für die Familie auch entsprechend interessant macht, da die Kindersitze doch schnell und einfach befestigt werden können. Grundsätzlich ist die Küchenzeile ausreichend in der Größe, auch mit entsprechendem Besteckschublade ausgestattet, auch Softclose-Technik, Pushlock-Verschlüsse. Die Oberschränke sind eines Teils mit Trennbrett und Ausfallschutzsicherung ausgerüstet. Und dann ist in dieser Abvariante bereits eine DVB-T-Antenne mit vorgesehen. In dieser Abvariante ist auch eine Solarplatte mit verbaut. Und ein TV gehört auch in die Abvariante, so wie die Markise eben. Also kurz gesagt, es ist ein Fahrzeug, das sehr gut für die Familie schon ausgestattet ist, zu einem vernünftigen Preis zu haben. Kühlschrank, trivalent betreibbar, Gas 230 Volt und 12 Volt. Dann haben wir im Kühlschrank auch ein Frostfach und ein Flaschenfach mit Auszug. So, es gibt in diesem Modell 2 Heckbetten. Ein Bett ist ein bisschen breiter in dem Schulterbereich gehalten, kann in der Höhe verstellt werden und dann gibt es noch ein Etagenbett, das sich auch elektrisch absenken kann oder hochfahren kann.
Der Kleiderschrank ist auch verhältnismäßig groß ausgefallen und hat ein Trennfach mit dabei, wobei unten und oben jeweils eine Kleiderstange mit angebracht ist. Beim Badezimmer handelt es sich um ein Kompaktbad, wobei im Badezimmer selbst eine separate Dusche mit untergebracht ist, die auch mit einer Duschtrenntüre versehen ist. Im Modelljahr 2025 wird in der Tesoro-Baureihe folgende Änderungen vorgenommen. Und zwar gibt es jetzt eine breitere Eingangstüre und das Heck wurde durchaus ansprechender und eleganter gestaltet. Auch die Tesoro-Baureihe, wie schon in den vorangegangenen Modellbaureihen, immer aus glasfaserverstärktem Kunststoff in der Außenhaut gefertigt. Das Dach, die Seitenwände, die Rückwand und der Unterboden. Das möchte ich einfach nochmal betonen, weil das nicht selbstverständlich ist. Vom 31. August bis zum 8. September sind wir auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Kommt vorbei und entdeckt, was die Zukunft des mobilen Reisens zu bieten hat. Wir freuen uns auf euren Besuch. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder kontaktiert uns direkt. Wir helfen euch, das ideale Reisemobil für eure Abenteuer zu finden, wenn euch unser Content gefällt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt mobil!